Hallo zusammen! Im russischen Zolontsovi hatte ein Tiger die Hilfe eines Menschen gesucht. Das Tier litt unter starken Zahnproblemen, die es von der Jagd abhielten und bereits zu einer starken Abmagerung geführt hatten. In seiner Verzweiflung näherte sich der wilde Tiger einem bewohnten Haus. Ein sibirischer Tiger wählte in Russland ein abgelegenes Haus und wartete vor der Eingangstür auf Hilfe. Als ein Nachbar das gefährliche Raubtier bemerkte, informierte er die Nachbarn über die Situation, der das Tier von seinem Haus aus beobachtete und den Reportern berichtete, was geschehen war. Galina Zinamo, eine Nachbarin von Alexei Galiev, informierte die Nachrichtenmagazine darüber, wie der Hauseigentümer das Tier entdeckte. Demnach wollte Alexei wie jeden Morgen das Haus verlassen, als er einen Widerstand hinter der Eingangstür bemerkte. Der knorrende Tiger hielt ihn davon ab, die Terrasse zu betreten. In seiner Angst schaltete er umgehend die Tierrettung ein. Während Alexei auf die Rettungskräfte wartete, wurde er von dem sibirischen Tiger beobachtet. Laut des verschreckten Hauseigentümers war das Tier äußerst friedfertig, begann jedoch zu knurren, als Alexei sich zu nähern versuchte. Der Tiger verhielt sich absolut friedfertig und hoffte offensichtlich auf menschliche Hilfe, so das Rettungsteam, das nur wenige Minuten später eintraf. Die Tierschützer betäubten das Raubtier und brachten es in eine Tierklinik. Dort wurde festgestellt, dass der Tiger ein etwa 10 Jahre altes weibliches Tier war. Der Grund für die überraschenden Annäherungsversuche war eine schwere Infektion im Kiefer des Tigers. Zwar konnten keine weiteren Verletzungen festgestellt werden, das Tier war jedoch bereits so stark geschwächt, dass es wenige Tage später an seiner Infektion verstarb. Laut der Ärzte war der Tiger stark abgemagert und nicht in der Lage zu jagen oder zu fressen. Als das Tier Hilfe bei den Menschen suchte, war der Herzmuskel bereits stark geschädigt. Daran verstarb der Tiger schließlich nach wenigen Tagen. Seine Erkrankung hinderte den Tiger daran, zu jagen oder sich gar ganz normal fortzubewegen. Das Tier muss sich unter großen Schmerzen zu dem Haus bewegt haben, an dem es letztlich gesichtet und eingefangen wurde, so die Ärzte. Die Situation war hoffnungslos. Das Tier war stark geschwächt und wir konnten nichts mehr tun, so die Tierärzte zu den Medien. Der Tiger hatte für ein wildes Tier bereits ein hohes Alter erreicht. Dies war auch der Grund dafür, dass die eigentlich harmlose Infektion nicht mehr abheilte, sondern sich innerhalb kurzer Zeit auf den gesamten Kieferbereich ausbreitete. Viktor Kusmenko vom Amur Tiger Center teilte mit, dass der Tiger friedlich starb, nachdem er von den Tierärzten mit Beruhigungs- und Schmerzmitteln behandelt wurde. Das Raubtier zählte zur gefährdeten Art der sibirischen Tiger, die infolge von Jagd- und Umweltverschmutzung auf 500 Exemplare geschrumpft ist. Die verbliebenen Tiere leben in den verschneiten Gebirgen Ostrusslands. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile dies mit deinen Freunden. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, abonniere unseren Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder.